Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir hier erstmal einen kleinen Break gemacht, weil ich meine, dass etwas startet, wenn man mit Sai spricht, aber ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Deswegen werden wir das jetzt heute erstmal nachholen. Meine Freundin, ihr seid genau zur rechten Zeit erschienen. Ohne euch würde ich mich unserem alten Gefährten lieber nicht stellen wollen. Alter Gefährte? Abnur Tarn. Laut seinem Brief habt ihr mit ihm zusammengearbeitet. Er hat eine sehr hohe Meinung von euch. Ich würde euch ja fragen, wie ihr das geschafft habt, aber uns fehlt die Zeit. Die alte Schlange meint, es gäbe wichtige Angelegenheiten zu besprechen, und er bringt deine Freundin mit. Wichtige Angelegenheiten? Und was für eine Freundin? Er hat nicht mehr dazu gesagt. Er hat nur erwähnt, dass es eine Bedrohung für das südliche Elsweyr gibt. In Anbetracht von Tarns kryptischem Brief und Nafalars merkwürdiger Laune stehe ich etwas neben mir. Sprecht mit Nafalar. Findet heraus, was ihn bedrückt, während ich alles für Tarn vorbereite. Ich werde mit Nafala sprechen. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr euch um Nafalar kümmert. Der Drache spürt mein Unbehagen wegen des Briefs von Tarn, was seine eigene Besorgnis nur umso mehr hervortreten lässt. Im Übrigen werde ich mich schwer zurückhalten müssen, um den alten Kampfmagier nicht sofort anzugreifen, sobald er vor mir steht. Ich spüre, dass ihr und Abnur Tarn euch nicht versteht. Abnur Tarn ist eingebildet, altklug, herablassend und allgemein grässlich. Und das sind noch seine guten Eigenschaften. Trotz allem, was ich gesagt habe, habe ich dennoch den größten Respekt vor dem Kampfmagier. Wenn Gefahren zutage treten, könnte man es wahrlich schlechter treffen, als Tarn an seiner Seite zu haben. Ihr meintet, dass Nafala sich seltsam verhält. Wie genau? Er läuft auf und ab, er grummelt, er besteht darauf, nur noch in Rätseln zu sprechen. Und es ist schlimmer geworden, seitdem Tarns Brief gekommen ist und meine eigene Laune sich verfinstert hat. Wir wissen beide, dass etwas Schreckliches in der Wildnis Kraft sammelt. Wir wissen nur nicht, was es ist. Ihr habt keine Ahnung, warum sich Abnur Tarn mit uns treffen möchte? Sein Brief schien auf eine Bedrohung im südlichen Elsweyr hinzuweisen. Doch mehr hat er nicht offenbart. Ich nehme an, er wollte es uns persönlich sagen. Vorausschauend, wenn auch verdrießlich. Manche Details bringt man lieber nicht zu Papier. Tarn ist nicht mehr der, der er einst war. Das beginne ich zu merken. Wir hatten Schriftverkehr und ich habe ihm von Nafalar und der Drachengarde erzählt. Obwohl er jeden Satz mit einer Beleidigung abschließt, scheint er sich doch ehrlich Sorgen zu machen. Das ist anders als bei dem Mann, mit dem ich auf Abenteuer auszog. Ja, aber es klingt auf jeden Fall nach Tarn. Der Bärtige redet, als würde ich nicht in Schlagreichweite sitzen und jede Silbe hören, die er von sich gibt. In einem anderen Licht fände ich seinen Hochmut womöglich unterhaltsam. Doch das verbliebene Licht schwindet dahin, da die Dunkelheit naht. Dunkelheit? Sai sagte, dass ihr in Rätseln sprecht. Ein Rätsel für all jene, die von einem eingeschränkten Blickwinkel behindert werden. Eine grundlegende Wahrheit für solche wie mich. Etwas Uraltes und Mächtiges greift meine Sinne an. Doch der weitere Pfad voran ist unklar. Ich spüre eine Dunkelheit. Vielleicht eine Abwesenheit von Licht. Da stellen sich mir die Schuppen auf. Geht es bei eurem Gefühl um den Brief, den Saisahan erhalten hat? Meine Gefühle gehören nur mir. Es begann als ein Jucken hinter meinem abgebrochenen Horn, als der törichte Kampfmagier die Kolosshallen öffnete. Jetzt umwirbelt es mich wie ein schwarzer Sturm. Äußerst unerfreulich. Vielleicht können die Neuankömmlinge etwas Klarheit bringen, was nun kommen wird. Neuankömmlinge? Ein Portal? Hier? Was haltet ihr davon? Ich bin mir nicht sicher. Achso, untersucht das Portal. Ich dachte, da kommt jetzt jemand raus. Ihr Mond, Tarn!
Wie ertragt ihr das nur? Mein Kopf dröhnt wie eine Orktrommel. Man gewöhnt sich daran, und das war bisher euer Bestes. Hab nur Tarn, ihr arroganter, verdrießlicher Sohn einer triefäugigen... Spart euch euer Getue, Sai, ich habe euch auch vermisst, aber wir haben uns um Dringlicheres zu kümmern. sie ist optional, sprechen wir erstmal mit ihr. Fünf Kralle! Mir schwirrt der Kopf vor lauter Anstrengung, die hierfür nötig war. Bei Gadwell sah das alles so leicht aus. Aber bei den Monden, mein Herz sinkt ob eures Anblicks, meine Freundin. Ihr habt dieses Portal geöffnet? Das habe ich. Nach seiner Einstimmung im Schattentanztempel gewann Gadwell Macht über Portale. Tarn vermutete, dass ich dieselbe Fähigkeit haben könnte und hilft mir seitdem. Nur so unter uns. Er ist nicht der geduldigste Lehrer. Ja, das glaube ich. Solltet ihr nicht in Krempen sein? Fürst Garesh Ri hat mein Königreich gut im Griff. Wir kümmern uns weiter um das Chaos, das die Usurpator-Königin hinterlassen hat. Und es gibt nach wie vor vereinzelt Drachen. Doch Tarn überzeugte mich, dass ich hier gebraucht werde. Ich arbeite mit einem Drachen zusammen. Was für ein merkwürdiges Gefühl. Nafalah half uns, die Drachengarde neu zu gründen. So hat es mir Tarn berichtet. Er steht bereits seit einiger Zeit in einem Briefwechsel mit Sai Sahan. Er wartet nicht, dass ich dieser Kreatur den Rücken zukehre, aber ich werde diese Allianz respektieren. Ihr Monde, so muss ich eine Maus in der Gegenwart eines schnurrenden Alfik fühlen. noch hat Nafalah niemanden von uns gefressen. Ich bin nicht nur ins südliche Elsweyer gereist, um diese Angelegenheit mit den Drachen zu Ende zu bringen. Die Khajiit von Pelitine sind schon zu lange für sich allein gewesen. Es wird Zeit, sie wieder in der Konföderation willkommen zu heißen. Die Konföderation? Die Konföderation von Elsweyer. Eine Allianz zwischen Anekina und Pelitine. Die verschiedenen politischen Verwerfungen und die Knahatin-Grippe haben die Konföderation völlig durcheinander gebracht. Das habe ich vor zu ändern. Garesh Ri besteht darauf, dass ich eine bewaffnete Eskorte mitbringe. Er macht sich solche Sorgen. Bewaffnete Eskorte? Wo ist sie denn? Sie marschiert wahrscheinlich von Krempen hierher. Tarn hatte es eilig. Daher hielt er mich an, das Öffnen von Portalen zu üben. Samarak und die anderen werden uns schon einholen. Irgendwann. Frischt mein Gedächtnis bezüglich unserer Abenteuer in Anekina auf. Fünf Kralle. Ihr wollt nur Geschichten über eure Leistungen hören? Ja. Na gut. Ihr und Abnurtan seid im nördlichen Elsweyer angekommen, um dabei zu helfen, die Drachenbedrohung zu bekämpfen, die Tarn versehentlich entfesselt hatte. Unterwegs haben wir eine schreckliche Wahrheit erfahren. Welche schreckliche Wahrheit? Euraxia, die Usurpator-Königin und Tarns Halbschwester, hat die Freilassung der Drachen absichtlich angezettelt. Wir haben ihre Herrschaft beendet, nur um zu erfahren, dass die Drachen eigene Pläne haben. Karl Grontit, der Anführer der Drachen, wollte sich die in Jodis Kern verborgene Macht aneignen. Genau, wir sind ihnen durch das Mondtor gefolgt, um sie aufzuhalten. Wir haben den Drachen Mulamnir getötet und Karl Grontit in die Leere geschleudert. Doch zuvor konnte er noch die Macht des Kerns in sich aufnehmen. Dann holte ich mir den Thron meiner Familie zurück und nahm die Krone von Anekina an. Was Karl Grontit angeht, da solltet ihr mit Tarn sprechen. Aber ich höre sie so gern reden, deswegen wollte ich das alles nochmal hören. Na gut, dann sprechen wir mit Tarn. Ich sehe, dass meine Anweisungen bis ins Detail befolgt wurden. Der Champion von Anekina, Sai Sahan und der Drache Nafalar gemeinsam an einem Ort. Und ich habe Kamira mitgebracht. Wir haben viel zu besprechen. Es geht um Karl Grontit. Karl Grontit? Um ihn haben wir uns doch in Jodis Kern gekümmert. Karl Grontit hat eine beträchtliche Menge der Macht des Kerns absorbiert, ehe wir ihn aufgehalten haben. Ich hatte gehofft, er wäre in der Leere verloren, nachdem wir ihn bezwangen. Doch genau wie wir ist er nach Tamriel zurückgekehrt. Seitdem jage ich ihn.
Und ihr habt ihn gefunden? Noch nicht ganz. Ich habe aber das Ziel seines Plans erkannt. Karl Grontit prahlte, dass er Akatosh ebenbürtig sein würde. Und euer Ringen mit Lat-Vulon und dem Kult des neuen Mondes deutet darauf hin, dass er sich auf einen Aufstieg vorbereitet. Und was sagt uns das? Liegt es nicht auf der Hand? Karl Grontit hat vor, ein Gott zu werden. Es gibt eine Insel vor der Küste, Drachenholm. In den Kunsari-Legenden war sie der Sitz der Macht für den Drachen. Ich kann kein Portal dorthin öffnen. Ich kann sie nicht mal per Hellsicht sehen. Sie wird von mächtiger Magie geschützt. Also, wie kommen wir auf diese Insel? Ihr habt euch dem Kult des neuen Mondes gestellt. Die Kultisten verehren Karl Grontit. Sie müssen einen Weg haben, um auf die Insel zu gelangen und sie zu verlassen. Ich vermute, dass die Festung des neuen Mondes die Antworten bereithält, die wir suchen. Kaska und ich haben einen Altar umgeben von seltsamen grünen Steinen gesehen. Dort sollten wir wahrscheinlich anfangen. Seltsamer grüner Stein. Klingt das nach dem, was wir suchen, Tarn? In der Tat. Seitdem ich davon in euren Berichten las, wollte ich ihn untersuchen. Kamira, könntet ihr... Keine Portale mehr, Tarn. Nicht jetzt. Ich habe noch andere Pflichten, als euch herumzuteleportieren, wisst ihr? Oh, wohlan denn. Sai, unterhalten wir uns. Wir treffen unsere Freundin dann in der Festung. Hallo? Kein Portal? Ja, toll. Optionale Schritte. Sprecht mit Kaska. Das machen wir doch auch mal eben. Die sitzt am Strand, wenn ich das richtig sehe. Nee, die ist... Hier sollte sie irgendwo sein. Ach so, die ist oben. Ach. Ah, ich bin wieder drauf reingefallen. Ist sie ganz oben oder ist sie... Ja, ich glaube, sie ist... Oh, ich glaube, sie ist ganz oben. Dieses nahe Einstellen, daran werde ich mich nie gewöhnen. Da. Kaska. Hallo? Ach, wisst ihr denn nicht, dass man ein räudiges Fell bekommt, wenn man zu oft bei seinem Nickerchen gestört wird? Entschuldigt, Kaska. Die Festung des neuen Mondes frischt meine Erinnerung auf, was wir dort gefunden haben. Ihr meint, abgesehen von den Kultisten, die alles daran gesetzt haben, um uns auszuweiden? Augenblick mal. Ihr geht dorthin zurück? Was bei den zwei Monden könnte denn einen neuerlichen Besuch an diesem abscheulichen Ort rechtfertigen? Tarn denkt, die Kultisten haben eine Möglichkeit, um die Insel vor der Küste zu erreichen. Sie könnte in der Festung sein. Wo ihr das jetzt so erwähnt? Ich habe tatsächlich ein paar dieser Irren gehört, wie sie erwähnte, das grüne Mineral zu einer Insel zu schicken. Und auf diesem Altar im Amphitheater haben sie auf alle Fälle irgendein Opfer dargebracht. Ihr meint, es könnte ein Portal im Amphitheater geben? Ich bin keine Magierin. Ich könnte ein Portal nicht von einem Loch im Boden unterscheiden. Doch dort haben sie dieses grüne Mineral gesammelt. Ich glaube, sie nannten es Äonenstein. Wenn sie eine Möglichkeit haben, den Stein zu transportieren, muss diese im Amphitheater sein. Dort würde ich danach suchen. Danke für den Hinweis. Verzeiht, dass ich euer Nickerchen unterbrochen habe. Mögen die Monde euch auf eurer Mission behüten. Falls ihr eine helfende Kralle braucht, kommt ruhig zu mir, nach meinem Nickerchen. Habt ihr Saji und Aelia in letzter Zeit gesehen? Ich habe gehört, wie Aelia etwas über ein Treffen mit der Königin von Anekina sagte, was ich für eine Art von beschönigender Umschreibung halte. Was den Kapitän anbelangt, er ging los, um seine Sonderbestellung abzuholen. Ein Fäßchen mit Pflaumenschnaps, das gute Zeug. Er verstaut es bestimmt schon, würde ich wetten. Ja, das ist doch schön. Vielleicht kriege ich dann auch noch was ab. Nee, aber ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, wie Pflaumenschnaps überhaupt schmeckt. Ich weiß nicht, ob ich jemals im Leben überhaupt Schnaps getrunken habe. Ich glaube nicht. Geht zur Festung des neuen Mondes. Die wäre da oben. Da porte ich mal kurz hin und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, hier müsste... Ah. Ihr müsst euch ausruhen, alter Mann. Versucht nicht, das zu leugnen. Ja, wenn ihr darauf besteht. Das habe ich Tarn auch schon gesagt. Ich hatte erwartet, dass sich die Kultisten des neuen Mondes nach dem Tod von Latvulon in aller Winde verstreuen. Ich schätze, Karl Grontid hat andere Pläne. Wir müssen herausfinden, wie die Kultisten auf die geschützte Insel des Drachen kommen. Die Kultisten haben in einer Art Amphitheater einen Vorrat an Neonensteinen angelegt. Und laut Tarn treibt der Kult sowohl hier als auch auf der Insel sein Unwesen. Er muss eine Möglichkeit haben, von hier nach dort zu kommen. Wir können genauso gut in diesem Amphitheater mit dem Vorrat an Äonensteinen mit unserer Suche beginnen. Kaska und ich sind dort drüben hereingekommen. Dieser Eingang wurde als Antwort auf das, was ihr und sie dort erreicht habt, wahrscheinlich versiegelt. Ein Bauwerk, das so uralt ist, muss aber noch andere Eingänge haben. Finden wir einen und bahnen wir uns unseren Weg ins Amphitheater. Was ist mit Tarn? Er sieht nicht sonderlich gut aus. Tarn wird schon in Ordnung kommen. Er muss einfach nur verschnaufen. Was bedeutet, dass ich ein paar glückliche Augenblicke erleben darf, in denen ich nicht seinen beißenden Bemerkungen lauschen muss. Nun sollten wir uns aber beeilen. Wir müssen uns um Karl Grontid kümmern, bevor er seinen Aufstieg vollenden kann. Irgendeine Idee, wo wir nach einem anderen Eingang suchen sollten? Die Festung ist auf die Steilwand gebaut und an ihrem Fuß verläuft ein Fluss. Entlang dieses Flusses muss es einen anderen Weg in die Festung geben. Das spüre ich in meinem Bart. Er sieht aber so steif aus, dass ich immer denke, dass da gar nichts mehr drin spürt. Irgendwo ist hier noch ein Drache. Ich höre ihn die ganze Zeit. Nee, von hier aus kann man es leider nicht sehen. Schade. Doch, da hinten. Es ist ein Eisdrache. Da können wir mal ganz kurz hingehen. So sieht das nämlich aus, wenn man gegen diesen Boss kämpft. Für alle die, die es noch nicht gesehen haben, aber gerne mal sehen würden. Ich mache jetzt hier den Kampf absichtlich nicht mit, weil das würde zu lange dauern. Der kommt dann irgendwann wieder geflogen und kommt wieder nach unten und dann muss man den Drachen selber angreifen. So, findet einen Weg hinein, höher. Er hat aber gesagt, am Fluss, ne? Also, schwimmen wir mal im Fluss. Ich habe gerade irgendwo Nirnwurz gehört. Ist das wirklich höher? Ich dachte, wir müssen am Fluss rein. Na gut. Dann gehen wir mal dahin, wo es angezeigt wird. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Folgen wir dem Fluss. Ja, das habe ich die ganze Zeit schon versucht. Danke, Sai. Moment, folgen wir dem Fluss? Moment. Warum jetzt hier? Weil wir dem Fluss andersrum folgen müssen, als ich dachte. Müssen wir denn durchs Wasser oder müssen wir nicht durchs Wasser? Ich bin ein bisschen verwirrt heute. Das ist allerdings auch meiner Migräne aktuell geschuldet. Da ist noch was zu lesen, das würde ich gerne mitnehmen. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, Sai, du hast immer so ein Gefühl. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wie immer einfach auf die Pause-Taste drücken. So, dann das nehmen wir noch mit. Dann können wir hier durch. Ich dachte, das wäre jetzt so ein geheimer Eingang oder so, aber offenbar nicht. Das sieht vielversprechend aus. Ihr habt einen Weg ohne meine Hilfe hineingefunden. Gut. Ne, finde ich auch. Wieder auf den Beinen, alter Mann. Warum müssen die immer noch mal reden, nachdem man wieder gedrückt hat? Ich weiß. Ihr überrascht mich immer wieder, Sai. Was jetzt, alter Mann? Früher hielt ich euch bloß für Warens Muskelprotz. Der Tag doch wird unser sein. Doch plötzlich eine neue Generation von Drachengardisten an. Sai ist schon ziemlich cool, das muss man ja sagen. Aber irgendwie ist Tarn auch ziemlich cool. Also, ich sag mal, wer ihn nicht mittlerweile irgendwo lieb gewonnen hat, seitdem wir da die ganzen Abenteuer durchgemacht haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Durch das Portal flöhe. Es geht Arbeit auf meiner Insel. Na?
Kümmerst du dich um die, Basti? Nein, offenbar nicht. Den anderen kann ich nicht anschießen. Na gut. Karg und Heat! Ihr werdet die Ersten sein, die den Aufstieg des dunklen Äons erleben. Das Portal hat sich gerade geschlossen. Tarn, könnt ihr es öffnen? Vielleicht, aber nicht allein. Champion, lasst uns reden. Ich weiß, dass Sai auf eine Konfrontation hoffte, aber ich bezweifle, dass wir eine Begegnung mit Calgon Teed hätten überleben können. Er wirkte noch mächtiger als damals, als wir ihn in Yodes Kern gesehen haben. Nun zu diesem Portal. Könnt ihr das Portal zur Insel öffnen? Diese Anordnung von Steinen bildet den Fokuspunkt des Portals. Das sind Äonensteine, abgebaut in Förderstätten im gesamten südlichen Elsweyr. Ich habe nach dem Erhalt von Sais Bericht ein paar Nachforschungen angestellt. Wir müssen die Steine mit Energie aufladen, um das Portal nach Drachenholm zu aktivieren. Wie laden wir die Äonensteine mit Energie auf? Ein Äonenstein an sich birgt noch keine Macht. Er verstärkt nur jede Energie, die er in sich aufnimmt. Das ist der Schlüssel zur Aktivierung des Portals. Wenn ihr nah an die Steine herantretet, werde ich ein bisschen von eurer Lebenskraft in sie übertragen. Das sollte die nötige Energie liefern, um das Portal zu öffnen. Meine Lebenskraft? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut, Tarn. Wie gesagt, ich habe einige Nachforschungen angestellt. Nähert euch jedem der Äonensteine und ich werde ein wenig von eurer Lebenskraft in sie übertragen. Dies sollte die Energie liefern, die ich brauche, um das Portal nach Drachenholm zu aktivieren. Für ein paar Nachforschungen scheint ihr schon eine Menge über diesen Äonenstein zu wissen. Findet ihr? Mein Wissen ist unermesslich gering und das ärgert mich. Diesen Stein gibt es nur im südlichen Elsweyr. Er absorbiert und verstärkt Energie im Zuge eines Vorgangs, den ich nutzen kann, ohne ihn jedoch vollständig zu verstehen. Die Kultisten haben jedenfalls eine Menge von diesem Mineral angehäuft. Und ihr glaubt, Calgon Teed braucht diesen Stein, um seinen Aufstieg zu vollenden? Ihr habt große Freude daran, mich dazu zu zwingen, die Lücken in meinem Wissen einzugestehen, oder nicht? Ihr habt die Nachforschung angestellt, nicht ich. Guter Punkt. Calgon Teed hat eine beträchtliche Menge an Energie aus Yodes Kern in sich aufgesaugt. Angesichts der Menge des Minerals, die er die Kultisten auf die Insel schaffen ließ, vermute ich, dass die einzigartigen Eigenschaften des Gesteins in den Plänen des Drachen tatsächlich irgendeine Rolle spielen. Okay, dann werden wir mal unsere Lebenskraft los. Wieso können wir eigentlich nicht Basti dafür nehmen? Der tut doch sowieso die ganze Zeit nicht viel. Okay, der erste schon mal an. Das so aus meiner Brust rausfließt, ne? Gut, gut. Die Äonensteine summen vor Energie. Nun sollte ich das Portal nach Drachenholm öffnen können. Das ist schwerer, als ich gedacht hätte. Er ist offen. Unser Weg zur Insel. Sai, geht. Bereite die Drachengarde vor. Ich? Ihr könnt kaum noch stehen, alter Mann. Streitet nicht mit mir. Calgon Teeds Pläne stehen kurz vor der Vollendung. Und wir werden alle nötig sein, um ihn aufzuhalten. Geht. Verdammt, Tarn, ich gehe. Aber ihr sterbt lieber nicht, ehe ich zurück bin. Ich erinnere mich noch daran, wie Zauber wie dieser mich kaum Anstrengung kosteten. Während Sai die Drachengarde zusammentrommelt, wird es unsere Aufgabe sein, die Insel zu erreichen und einen Weg zu finden, um ihre Verteidigungsmagie unschädlich zu machen. Danach können wir uns Calgon Teed mit unserer vollen Truppenstärke stellen. Wisst ihr, womit wir auf der Insel rechnen müssen? Wir gehen zum uralten Sitz von Calgon Teeds Macht. Um uns einem Drachen zu stellen, der nicht nur über die Macht von Yodes Kern, sondern auch noch über die verstärkenden Eigenschaften des Äonensteins verfügt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf alles vorbereitet sein müssen. Seid ihr wirklich bereit dafür?
Eure Sorge ist rührend, aber ich würde es vorziehen, wenn ihr sie euch für jemanden von geringerem Ruf aufspart. Nun, da wir in den Schlund eines nahezu sicheren Todes springen, haben wir einen Vorteil. Karl Grontid nimmt uns nicht als Bedrohung wahr. Zeigen wir ihm, wie falsch er damit liegt. Ja, dann geht's mal auf ins Portal. Doch was wir auf der anderen Seite finden werden, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.